Hallo und willkommen zurück bei The Last of Us. Wir haben beim letzten Mal hier wieder mal alles kalt gemacht. So geht's irgendwie jetzt immer los, ne? Ständig machen wir alles kalt, aber egal. Jetzt wollten wir uns ja hier so ein bisschen umschauen. Und das machen wir denn direkt auch mal. Anscheinend haben sie die Kleine nicht als Geisel genommen. Jedenfalls habe ich sie noch nicht gesehen. Wir brauchen unbedingt hier mal ein paar Sachen, damit wir ein neues Medipack oder sowas basteln können. Automatisch denke ich irgendwie so ein bisschen an Far Cry 3. Weil da kann man noch die Leichen looten. Also sprich durchsuchen. Aber hier gerade gibt es echt Komm überhaupt nichts. zu den Pferden. Ey, wie wir einfach so gut wie hinüber sind. Anscheinend war sie hier nicht oder ist hier nicht mehr, sagen wir es so. Und hops. Pferdchen im Galopp. So. Dann werden wir sie mal weitersuchen. Die Spur geht hier weiter. Ach, Spuren gibt's ja auch. Hoffentlich ist sie entkommen. Ja, wenn sie nicht entkommen wäre, ne? Dann hätten wir sie jetzt gerade hinten im Lager vergessen. Würde ich mal so behaupten. Wo reitet er denn längs, Mann? Mal gucken, wo der Weg hier hinführt. Immer der Sonne entgegen. Das hat uns natürlich jetzt ein bisschen zurückgeworfen, ne? Zeitlich gesehen hat sie jetzt wieder einen Vorsprung. Weil wir uns erstmal mit den anderen da rumschlagen Da, mussten. bei der Ranch. Unser Pferd. Sie muss da drin sein. Da ist die Frage, wie kam sie an den Banditen vorbei? Sieht sicher aus. Hoffentlich gibt es hier ein bisschen Vorsicht. was Interessantes. Ellie? Ellie? Ich bin hier. Herrgott. Ich halte Wache. Vor allen Dingen tut sie jetzt hier gerade so. Oh ja, ich bin hier. Kein Ding. Haben wir hier so Schickes? Okay. Aber hier nichts Spannendes, ne? Nichts, was man gebrauchen könnte. Er chillt da an der Tür. Hier vielleicht. Nee. Ey, gar nichts. So ein großes Haus doch hier in Dosenfutter. Nee, hier ist Dosenfutter. Das ist Dosenfutter. Kann man hier schon mal irgendwie was machen? Nein, wir brauchen Lumpen. Wir brauchen Lumpen, ey. Gäb's ja nicht. Dann gehen wir mal hier hinten rein. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Um wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Ach, besser als. vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme Wie gut viele zurecht. Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut Und gelaufen. ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy. Weißt du, ich bin nicht sie. Was? Maria hat mir von Sarah erzählt und Ellie! ich. Du
bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und da sind schon welche da. Ich sehe in diesem Bereich nach. Sieh da drüben nach. Oh man, da chillt er schon. Bam. Hat sich direkt mal eine Kugel eingefangen, der Typ. Das gibt's ja nicht. Da müssen wir uns natürlich mal wieder den Weg rausballern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, so sieht's aus, Digga. Nachladen. Toll, ey. Jetzt habe ich nichts mehr gefunden, was man noch gebrauchen kann. Oh Gott, da ist er ja schon wieder. Bam. Das gibt's doch nicht. Geh sterben. Der hat gesessen. Der war schon ziemlich nice. Aber warte mal, wir behalten das Ding einfach mal. Ihr macht das. Ich gehe in der Zeit ein bisschen looten. Nichts mehr Spannendes. Oh Gott. Lass mich mal in Ruhe gerade. Ich muss hier nämlich erstmal wieder ein bisschen was. Oh Gott, wir haben einen Bogen. Oh Gott, jetzt muss ich meinen Skill auspacken mit dem Bogen. Ne, ich nehme doch lieber erstmal einen Molly. Ich glaube, damit treffe ich besser. So. Was haben wir hier noch so? Noch ein Badezimmer. Ja, ja, das war doch ein Lumpen, oder? War das ein Lumpen? Zählt das? Mal gucken. Ja, aber das waren Dreiviertel-Lumpen. Dreiviertel-Lumpen zählt natürlich nur Dreiviertel, ne? Ist klar. Wo gehen wir als nächstes lang? Was haben wir hier? Ja, sowas brauchen wir alles. Könnte hinter jeder Ecke einer lauern. Leider nichts mehr Interessantes. Sind wir inzwischen schon im Kreis gelaufen? Nee, ne? Oh Gott, was war das denn? Ich hab gedacht, sowas könnte nur ich werfen. Oh Gott. Ja, komm her. Burn, baby, burn. Was haben wir noch? Ja, Rauchbomben können wir auch noch eine reinzimmern. Machen wir gleich. Oh Gott, da ist er. Hier, komm, fang auf. Oh shit. Fang auf. Haben wir noch einen? Achso, das sind schon zwei gewesen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Langsam hin. Ja, mit dem Bogen zielen ist gut. Müssen wir hier bloß noch irgendwie aus dem Rauch heraus, aus dem Nebel heraus. Oh Gott, jetzt wird's mir hier zu nebelig. Okay, das ist sie. Ich dachte eben, da sitzt eine. Nee, das ist sie. Ey, wie neblig das hier ist. Komm her, nehmen wir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss hier weg. Ja, komm. So schlecht war das jetzt auch nicht. War schon okay. Kann man mit leben. Oh Gott, hier könnte in der jeder Ecke noch okay. Eine. Ach ne, okay. Alles sauber. Raus zu den Pferden. Hey, sorry, aber das war gerade echt. Das war schon ein bisschen witzig. Ich sag hier könnte in der jeder Ecke einer lauern, will voll die Spannung aufbauen und auf einmal sagt er, hier ist alles sauber. Kein Ding. Alles gereinigt, alles gesaved.
Wieso sind wir denn ständig voll mit der Munition? Können bloß 4 Schuss mitnehmen? Gib mal alles her hier, das ist ein Lumpen. Ha, das zählt. Gut. Gut, 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 gut. Dann machen wir das direkt. Und einmal bitte heilen. Dö. Kein Problem. So, einerseits will ich jetzt hier noch weitersuchen, um noch irgendwelche Sachen zu finden. Andererseits denke ich mir immer so, scheiß drauf, Rambo-Style, wir gehen da einfach durch. Wir werden schon Munition finden. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen überheblich. Aber da drüben war ich auch schon in dem Zimmer. Bestimmt was vergessen. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Na los. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns noch mal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder... Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Na gut, ihr wisst, was nächste Runde abgeht. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und bis dann sage ich einfach mal ciao.